Grüß euch! Schön, dass ihr auch bei unserem neuesten Strömvideo wieder dabei seid. Heute geht es um die Resilienz und dazu hat Bettina ein Zitat von Winston Churchill rausgesucht. Er hat gesagt, das Geheimnis des Erfolgs ist, auch in schwierigen Situationen standhaft zu bleiben. Wir leben, weiß Gott, in schwierigen Situationen. Probleme, wohin man auch nur schaut. Und Resilienz bedeutet, dass man all diese Herausforderungen, die uns das Leben im Moment stellt, ohne dauerhafte Beeinträchtigung übersteht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Winston Churchill das auch mit Erfolg gemeint hat. Mit Erfolg ist das sicher nicht der materielle Erfolg, Reichtum gemeint, sondern eben, dass man am Ende seines Lebens sagen kann, okay, es gab eine Menge Herausforderungen, aber ich bin standhaft geblieben und habe mich dadurch nicht zu Boden ringen lassen. Und genau das ist es eigentlich, was SES 7 sagt. SES 7 sagt, egal womit du dich im Leben herumschlagen musst, ich helfe dir, dass es dich nicht zu Boden ringen wird. SES 7 befindet sich unterhalb des großen Cs. Für die unter euch, die nicht gut an ihre Füße kommen, ihr braucht keinen Schreck bekommen. Ihr könnt euch beim Strömen gleich genauso gut die Hände in die Leisten auf SES 15 legen. Und weil ich finde, dass Resilienz so wahnsinnig wichtig ist, habe ich mir überlegt, dass wir 36 bewusste Atemzüge machen. Aber 2024 macht alles neu, auch diesmal wieder ein bisschen variieren, indem wir nämlich noch SES 25 dazu nehmen. Also wir machen erst 18 Atemzüge mit SES 7 und dann machen wir nochmal 18 Atemzüge, indem wir uns die Hände unter die Sitzbeinhöcker legen. Und dabei ist es egal, ob jetzt eure Handinnenfläche nach oben zeigt oder ob der Handrücken nach oben zeigt. Schaut, wie es sich für euch am besten und bequemsten anfühlt. Und SES 25 verleiht uns Ausdauer. Und das ist, was wir brauchen. Standfestigkeit. Ausdauer. Ja, dann lasst uns gemeinsam strömen. Weil wir ja wissen, dass wir was an der Hand haben, was verhindert, dass es uns den Boden unter den Füßen wegzieht, können wir beruhigt ein inneres Lächeln aufbringen. Wir lassen die Schultern fallen. Wir legen die Finger unter den großen Zeh oder unter die großen Zehen an SES 7 oder eben, wenn ihr mögt, in die Leisten auf SES 15. Und machen 18 bewusste Atemzüge und danach, ohne dass ich das ansage, wenn euch danach ist, dürft ihr gerne wechseln und eure Hände dann nochmal für 18 Atemzüge unter die Sitzbeinhöcker legen. Gut, dann lasst uns den Kopf entspannen. Ich lasse ihn einfach nach vorne fallen und dann atmet ein jeder von uns in seinem Tempo für 36 bewusste Atemzüge. Ich bleibe standhaft und stark, egal welchen Herausforderungen ich gegenüberstehe. Jede Schwierigkeit in meinem Leben ist eine Chance, meine Widerstandsfähigkeit zu stärken. Ich finde Kraft in den Herausforderungen, die ich überwinde. Meine Entschlossenheit wächst mit jedem Hindernis, das ich meistere. Ich bin widerstandsfähig, anpassungsfähig und bereit, jede Schwierigkeit zu überwinden. Ich bleibe standhaft und stark, egal welchen Herausforderungen ich gegenüberstehe. Jede Schwierigkeit in meinem Leben ist eine Chance, meine Widerstandsfähigkeit zu stärken. Ich finde Kraft in den Herausforderungen, die ich überwinde.
Meine Entschlossenheit wächst mit jedem Hindernis, das ich meistere. Ich bin widerstandsfähig, anpassungsfähig und bereit, jede Schwierigkeit zu überwinden. Ich bleibe standhaft und stark, egal welchen Herausforderungen ich gegenüberstehe. Jede Schwierigkeit in meinem Leben ist eine Chance, meine Widerstandsfähigkeit zu stärken. Ich finde Kraft in den Herausforderungen, die ich überwinde. Meine Entschlossenheit wächst mit jedem Hindernis, das ich meistere. Ich bin widerstandsfähig, anpassungsfähig und bereit, jede Schwierigkeit zu überwinden. Ich bleibe standhaft und stark, egal welchen Herausforderungen ich gegenüberstehe. Jede Schwierigkeit in meinem Leben ist eine Chance, meine Widerstandsfähigkeit zu stärken. Ich finde Kraft in den Herausforderungen, die ich überwinde. Meine Entschlossenheit wächst mit jedem Hindernis, das ich meistere. Ich bin widerstandsfähig, anpassungsfähig und bereit, jede Schwierigkeit zu überwinden. Ich bleibe standhaft und stark, egal welchen Herausforderungen ich gegenüberstehe. Jede Schwierigkeit in meinem Leben ist eine Chance, meine Widerstandsfähigkeit zu stärken. Ich finde Kraft in den Herausforderungen, die ich überwinde. Meine Entschlossenheit wächst mit jedem Hindernis, das ich meistere. Ich bin widerstandsfähig, anpassungsfähig und bereit, jede Schwierigkeit zu überwinden. Ich bleibe standhaft und stark, egal welchen Herausforderungen ich gegenüberstehe. Jede Schwierigkeit in meinem Leben ist eine Chance, meine Widerstandsfähigkeit zu stärken. Ich finde Kraft in den Herausforderungen, die ich überwinde. Meine Entschlossenheit wächst mit jedem Hindernis, das ich meistere. Ich bin widerstandsfähig, anpassungsfähig und bereit, jede Schwierigkeit zu überwinden. Ich bleibe standhaft und stark, egal welchen Herausforderungen ich gegenüberstehe. Jede Schwierigkeit in meinem Leben ist eine Chance, meine Widerstandsfähigkeit zu stärken. Ich finde Kraft in den Herausforderungen, die ich überwinde. Meine Entschlossenheit wächst mit jedem Hindernis, das ich meistere. So, ich bin fertig. Lasst euch von mir nicht stören. Strömt einfach in Ruhe zu Ende. Mary hat gesagt 1 bis 26 und damit meint sie die Sicherheitsenergieschlösser, ist eine kostbare Werkzeugkiste. Und das ist doch wirklich so. Für alle Lebenssituationen ist immer das Richtige dabei. Auch wenn wir etwas brauchen, damit uns niemand und keine Schwierigkeit niederringt. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Mitströmen. Servus.